Liebe Bäuerinnen, liebe Bauern, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Online-Feldbegehung. Im Rahmen des EEB-Projektes Mulchsaaten und Hacktechniken dürfen wir Ihnen heute den Vario-Job von der Firma Samu präsentieren. Mein Name ist Marion Gerstl, ich arbeite auf der Landwirtschaftskammer in Oberösterreich, Abteilung Pflanzenbau, Bodenwasserschutzberatung und mein Schwerpunkt ist der Bioackerbau. Wir befinden uns hier in Thalheim bei Wels. Gehackt wird ein Biomais. Vorfrucht war Winterweizen. Anschließend wurden zwei Begrünungen, eine winterharte Variante und eine abfrostende Variante angebaut. Diese Begrünungen wurden am 28. April mit der Begrünungsumbruchskombination umgebrochen. Anschließend wurde kurz vor dem Maisanbau noch einmal gegruppert. Und am 11. Mai wurde dann die Sorte Perero mit 110.000 Körnern pro Quadratmeter angebaut. So, grüß euch miteinander, ich bin der Wiesmeier Paul von der Firma Samu und ich darf da heute den Mais mit unserem Samu Vario Job hocken. Wir haben da jetzt ein fünfreihiges Gerät, grundsätzlich mit Vollausstattung im Front. Das heißt Vollausstattung, wir haben da einen hydraulischen Einzelaushub von der Kabine aus, wenn man jetzt einen Zwickel hat, dass das ganze Gerät ausheben kann. Alle sonstigen Einstellmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Tastrad, sind einfach alles werkzeuglos über ein Lochraster, dass ich jedes Element gleich einstellen kann. Wie auch die Pflanzenschutzscheibe, die kann ich momentan, damit wir eben den Mais nicht verschütten, haben wir es nach unten gestellt. Kann ich aber auch ganz einfach nach oben stellen, sodass ich auch in die Reihe schön häufeln kann. Das geht alles ohne Werkzeug. So, da sieht man unser Element von der Seite. Was als erster ausfällt, dass wir zusätzlich zum vorderen Parallelogramm haben wir das Ganze nochmal hinten abgestützt, was uns einfach eine extreme Steifigkeit und Langlebigkeit und Laufruhe bringt. Also ich sage einmal, wenn man das zweite Mal im Mais reinfährt und man kann es da fahren, sind Geschwindigkeiten von 13, 14 km/h kein Problem. Ist halt jetzt beim ersten Mal hocken nicht möglich, wenn man relativ nah an die Pflanze muss. Dann haben wir zusätzlich eben einen hydraulischen Einzelaushub von der Kabine aus. Wenn ich jetzt einen Zwickel habe, kann ich leicht über einen Kippschalter das Element ausheben und so den Mais den Zwickel schön ausarbeiten. Dann haben wir noch zusätzlich unsere patentierte hydraulische Bandbreitenverstellung. Das heißt, dass ich von der Kabine aus einstellen kann, wie weit dass ich zur Pflanze zuarbeiten möchte. Ist ganz interessant, wenn ich verschiedene Maisbestände habe, dann brauche ich nicht jedes Mal zwischen den Feldern auf- und absteigen, das Ganze wieder einstellen, sondern wirklich von der Kabine aus. Und ich kann es so wirklich während der Fahrt das Maximum probieren, dass ich an die Pflanze ranhacken kann. Bei dem Element haben wir jetzt Gänsefußschare verbaut. Es war noch möglich, dass man da Schneidschare verbauen würde mit Hartmetallschar. In Summe sind wir mit dem Hackdurchgang sehr zufrieden. Die Unkräuter wurden gleichmäßig in einer Bearbeitungstiefe von ca. 2 bis 3 cm gleichmäßig abgeschnitten. Für weitere Fragen steht Ihnen das Projektteam des EIP Agri Mulchsaaten und Hacktechniken gerne zur Verfügung.